Das eine Thema, was die Jugendlichen heute beschäftigt, ist heiraten. Ich glaube, das Nummer eins Thema schlechthin. Wie finde ich einen geeigneten Bruder oder eine geeignete Schwester? Und ja, ich kann das verstehen, das ist heute unendlich kompliziert geworden. Früher war das noch anders. Früher ist man im Dorf zusammen aufgewachsen, da kannte jeder jeden und irgendwie hat sich da schon etwas ergeben. Heute leben wir hier als Minderheit, da ist das nicht mehr so. Darüber hinaus herrschen ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen auf Seiten der Kinder und auf Seiten der Eltern und die Kultur tut ihr Übriges noch dazu. Ja, es ist kompliziert geworden. Wir werden auch in dieser Angelegenheit sehr oft angeschrieben, entweder wir als Verein oder auch ich als Person. Gibt es vielleicht eine geeignete Schwester oder einen geeigneten Bruder? Und ich kann das verstehen. Natürlich sucht man und man klopft an alle Türen. Aber gesetzt den Fall, es gäbe jemanden. Es gäbe jetzt tatsächlich eine Schwester. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also erwartet jemand, der aus dem Nichts auftaucht, den niemand kennt, dass man tatsächlich einer Schwester diesen Bruder vorschlägt? Würde man das selber machen? Wenn ich mir vorstelle, ich als Vater, ich hätte eine Tochter und plötzlich taucht jemand aus dem Nichts auf. Rät man der eigenen Tochter dazu? Würde man das so handhaben? Am Ende ist es natürlich ihre Entscheidung, aber welches Gefühl hätte man dabei? Und noch dazu, weiß ich nicht, kommt mir das irgendwie so vor wie auf dem Bazar. Jemand kommt so in die Stadt und ja, möchte ein Auto kaufen und fragt jetzt mal, was es gerade im Angebot gibt. Es geht hier um Menschenleben. Das ist nicht so leicht. Das macht die Situation natürlich nicht einfacher, das weiß ich, aber es gibt ja bestimmte Minimumanforderungen. Und das Minimum ist, dass man eine Person kennt, ihren Charakter, ihren Umgang mit anderen, und zwar im Alltag. Nicht in der Situation jetzt gerade, wo er sich als Bräutigam irgendwo vorstellt, das ist ein Thema für sich. Wie ist er im normalen Alltag? Denn das ist die Ehe am Ende. Ein normaler Alltag. Wie ist die Person da? Das ist schwer einzuschätzen. Wie soll das gehen bei jemandem, der in der Gemeinde überhaupt nicht bekannt ist, den noch nie jemand vorher gesehen hat? Wir erleben das allzu oft, dass Geschwister mit dieser Erwartungshaltung an uns herantreten. Und ich kenne auch das ganze Problem und die Folgen davon nur allzu gut. Ich habe auch keine direkte Lösung dafür. Aber eines steht fest: Die Leute müssen selber viel tun, um in einer Gemeinde bekannt zu werden, nicht nur für einen Tag und nicht über Nacht. Dann wird man möglicherweise auch als guter Kandidat für eine Eheschließung wahrgenommen. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.